willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns und heute haben wir was ganz Besonderes für euch gedacht und zwar wir machen die Hide and Seek Challenge! Wir haben 5 Minuten Zeit, um uns hier in der Villa zu verstecken. Jeder von uns bekommt eine Kamera und Alper hat dann die Aufgabe, uns zu suchen. Alper hat dafür 10 Minuten Zeit und der Letzte, der dabei übrig bleibt bzw. vielleicht nicht gefunden wird, der gewinnt saftige, leckere 1000 Euro! Ey! Und die Teilnehmer dieser Challenge sind... Levin Ray, a.k.a. The Hype Machine. Wenn jemand weiß, wie man sich versteckt, dann ist es er. Simple Tyrant. Dieser Typ hat schon im Kindergarten Verstecken gespielt. Und zwar auf einem Niveau, das können sich alle anderen gar nicht mehr ausmalen. Finnel, a.k.a. Millionärskind. Dieser Typ braucht sich gar nicht zu verstecken, weil kein Mensch nach ihm sucht. Pity Hollywood, a.k.a. der Zerstörer. Wartet bis heute noch im Bällebad, dass seine Eltern ihn abholen. Verstecken spielen ist er zum Frühstück. Okay, seid ihr ready? Yep. Yes. Ihr habt genau 6 Minuten. Ab jetzt. Okay, wir müssen uns ein bisschen verteilen, Jungs. Okay. Ich gehe auf jeden Fall ganz hoch. Ich gehe dann jetzt mal eine Runde spazieren, solange die sich verstecken. Okay, Freunde, ich guck mal eben ganz kurz nach einem coolen Space. Der Levin hilft mir und zwar vielleicht unter der Matratze einfach. Kann ich da runter, Bro? Ja, ich glaube nicht. Das ist aber Wohnraum. Ich schwöre, da könntest du dich reinlegen. Freunde, ich bin der Großverdiener. Und ein Großverdiener geht nur dahin, wo es einem Großverdiener gebührt. Und 1000 Euro Preisgeld. Und deswegen habe ich mir gedacht, gehe ich einfach in die Sauna. Okay, Freunde. Ich, ganz easy, gehe hoch hier in mein Zimmer. Ich habe schon taktisch mitgedacht. Ich weiß schon genau, wo ich hingehe. Ich werde hier alle Lichter ausmachen. Hier, hinter dem Sofa, seht ihr das? Da ist so eine kleine Türe. Es ist zu krank. An der Stelle, wenn ihr mich hier findet, Bruder, dann wirklich crazy. Hier, Freunde, da werde ich reingehen. So, ihr Lieben, ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Ich habe auf jeden Fall schon ein Versteck. Und zwar unten im Waschraum. Und zwar könnte man entweder hier in diesen Schrank rein. Ja, da irgendwie vielleicht in die Ecke. Andererseits gibt es hier noch so, ja, so eine kleine Tür und hier könnte man sich reinhocken. Könnte man natürlich irgendwie den Wäschekorb oder so davor schieben, sodass es so aussieht, als würde da auch definitiv keiner drin sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal das Licht ausmachen, weil sonst fällt das natürlich auf. Licht aus. Ach du Scheiße, ich sehe gar nichts, egal. Die Boys haben jetzt exakt noch 2 Minuten Zeit. Ich bin gespannt, wo die sich verstecken, weil eigentlich kenne ich mich in diesem Haus und auf diesem Grundstück sehr gut aus. Aber wir schauen mal. Freunde, hier ist meine Bar und ich gehe jetzt in den Sparbereich. Ob das bei euch gerade genauso ist? I doubt it. Wir gehen mal ganz kurz weiter hier in den Ankleidezimmer. Vielleicht verstecken wir uns irgendwo hier. Wenn ich mich hier verstecke. Ich glaube, ich verstecke mich einfach hier. Also ich kann euch immer gerne mal zeigen. Hier ist einmal das Ankleidezimmer. Ja, sieht man das hier? Und wenn man hier reinkommt, dann gehe ich mal davon aus, dass wenn man hier so guckt, dass man nicht darauf kommt, dass hier so ein kleiner Schlitz ist. Sieht man diesen kleinen Schlitz? Wenn er die Tür aufmacht, glaube ich nicht, dass er mich sehen wird, weil die Tür wird dann ungefähr so sein. Und dann bin ich hier eigentlich ziemlich... Ah, ich werde hier noch irgendwelche Sachen hin tun. Freunde, mir ist doch eingefallen, dass ich aufs Klo muss. Deswegen, wir sehen uns nachher nicht. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ihh, das sind Spinnenweben überall. Hält das mich auch? Digga, nachher stürzt das so ein. Oh mein Gott, Digga. Es sieht hier so creepy aus. So Leute, ich sitze jetzt hier irgendwo komplett neben irgendwelchen Stromkabeln. Stimmt auch die ein oder anderen Spinnen zu Besuch. Sie juckt aber nicht. Boah Leute, ich sag euch ehrlich, hätte ich denen lieber nur 2 Minuten Zeit gegeben. Ich stehe jetzt hier draußen und es ist mega kalt. Wir bleiben einfach mal hier. Ich mache jetzt auf jeden Fall die Taschenlampe aus. Sonst sieht er das direkt, dass hier jemand drin ist. Das ist das schlechteste Versteck aller Zeiten, aber ich hoffe einfach, dass er mich nicht erwischt. 3, 2, 1, es geht los. Okay Leute, ich komme rein. Gebt mal ein Zeichen von euch, wenn ihr fertig seid. Wenn ihr euch fertig versteckt habt. Hört ihr mich? Schade, der hat nicht geklappt. Ich dachte, vielleicht fällt jemand drauf ein und verrät sich jetzt selbst, indem er einen Ton von sich gibt. Aber so blöd sind die anscheinend doch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich jemand draußen versteckt hat. Auf dem ersten Blick sehe ich niemanden. Leute, ich komme! Oh mein Gott, Freunde, ich höre ihn auf jeden Fall schon. Er hat angefangen zu suchen. Der schreit komplett rum, der Dulli. Jetzt sind wir in Fittis Zimmer. Okay, da ist keiner. Auch nicht. Oh, ich hätte schwören können, hier wäre jemand. Hübsche Badhose, Fitti. Ich warte diese 2 Jahre und werde immer noch nicht gefunden. Ich meine, Alpay, wo steckst du gerade? Und an dieser Stelle möchte ich jetzt bitte einen zeitgleichen Einsprung haben. Das macht gerade Alpay. Leute, ich sag euch ehrlich, ich hab mega Hunger. Ich esse jetzt erstmal was. Leute, wisst ihr, manchmal müsst ihr auch einfach nur an euch denken. Okay, Leute, ich glaube, er ist wirklich noch nicht mal im unteren Geschoss.
Ich glaube, er ist vielleicht irgendwo nach oben gegangen. Okay, Freunde, so langsam ist das echt langweilig. Ich weiß nicht, was der Typ macht. Er ist nicht mal 10 Jahre. Hallihallo. Wieso ist hier das Licht aus? Ich hab ihn, ich hab ihn, ja! Ich hab ihn, Leute, ich hab den ersten Fitti Hollywood! Da schreit irgendjemand rum, irgendjemand wurde gerade gefunden. Wir zwei sind Freunde für immer. Was krieg ich? Scheiß auf dich. Ich kann die anderen... Noch ist mein Mund zu. 50. Immer noch. Nee. Mehr mach ich nicht mehr. 52. Ja. Ich geb dir einen Tipp. Danke für die 250 Euro. Die sind irgendwo hier im Haus. Freunde, ich werde mich jetzt nämlich einfach mal... Wenn das geht. Das geht nicht. Warum bin ich überhaupt aus meinem Spot rausgegangen? Ich bin so dumm. Ich gehe einfach hier hinter die Vorhänge. Das ist es, Freunde. Leute, ich glaube hier Schritte. Boah. Verdammt. Da ist es. Ich glaube, Alba ist gerade im Raum. Da ist safe jemand. In der Sauna. Nein! Ich hab ihn! Hast du aber echt Zeit gelassen, ne? Du bist der Zweite. Ich habe noch einen kleinen Saunagang vollzogen. Wer ist der Erste gewesen? Fitti. Fitti ist der Zweite. Ich war ja erst in meinem anderen Versteck. Da dachte ich mir, okay, er wird mich niemals finden, der Arme. Jetzt bin ich hier und er kommt trotzdem nicht. What the fuck? Ey, verdammt, ich hätte mich hier versteckt. Ich hätte mich genau hier versteckt. Hier könnte vielleicht noch Levin reinpassen. Da, aber da ist er nicht. Da, wo sind die denn? Fuck, der Junge hat in jedem Scheißschrank geguckt, außer da, wo ich drin war. Ich denke, unten ist jetzt clean. Ich würde sagen, wir schauen jetzt noch ganz oben. Ey, da hat sich aber niemand hier ernsthaft versteckt, oder? In diesem kleinen Raum. Weil ich krieg richtig Schiss. Nee, oder? Das würde sich keiner trauen. Das würde sich niemals jemand trauen, hier reinzugehen. Auf gar keinen Fall. Verdammt. Jetzt wird's echt knapp zeitlich. Nee, hier ist auch niemand. Hier? Nein, auch nicht. Hier wird's alle drei Etagen abgeklappert, so denke ich zumindest. Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Er ist einfach in diesen Raum reingegangen oder hat da reingeguckt, wo ich eigentlich erst war. Und ich stand einfach hier. Hinter diesem Vorhang und er hat mich nicht gesehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. Habt ihr keine Angst? Kommt raus, wenn ihr Manns genug seid. Wir bewegen uns jetzt nochmal weg, Freunde. Und zwar ist hier gerade keiner, Digga. Ich werde, glaube ich, echt verrückt. Ich werde so langsam verrückt. Ich habe ihn gesehen! Levin Ray! Levin Ray! Levin! Levin! Wo ist der hin? Weg hier. Ich bin einfach mit Socken hier draußen, Digga. Mit Socken hier draußen. Ich weiß, wo der ist. Ich bin wirklich der Beste in diesem Spiel. Außer, dass ich hier einfach mit Socken draußen bin. Aber jetzt schaut euch mal an. Ich werde jetzt versuchen, über die Garage zu klettern. Richtig in Socken. Und dann wieder ins... Digga, da ist er! Da ist er! Ich hab ihn! Der ist mit Socken draußen! Ich glaub's nicht, der ist mit Socken draußen! Weißt du, du warst ja oben, Bruder. Ich stand die ganze Zeit hinter dem Vorhang, Digga. Nein! Und du so, hier ist keiner. Ich so hinter dem Vorhang, Digga. Oh mein Gott! Wir haben einen Gewinner, oder? Jetzt schon. Ja, stimmt. Wir haben einfach einen Gewinner, Leute. Jermaine, du kannst kommen! Unten niemals! Ich hab unten alles abgeklappert. Niemals! Ich hab extra den Wäschekorb vorgeschoben, dass du denkst, da kann jemand rein. Niemals! Ich bin hier drunter mit meiner Hand, Digga, um den Wäschekorb noch ranzuziehen, dass du nicht denkst, dass jemand drin ist. Nein! Was, du warst da drunter? Ja. Das ist halt aufgemacht. Nein, weißt du? Aber da drin einfach. Und er hat hier irgendwas gemacht, Digga. Hier, ich hab das hier aufgemacht. Und ich dachte mir so, ja, hier passt vielleicht Ding rein. Digga, ich war Levin da.
Oh mein Gott, Leute, ich bin so lost. Okay, Leute, bei einer Sache sind wir uns wirklich einig. Ich bin wirklich schlecht im Finden, oder? Ja. And the winner is Simple Tyrant! Ich hab meine Spendierhosen an, Leute. Von mir geht auch nochmal extra 50 Euro drauf. Oh! Oh, ich hab auch noch was. Ein Zehner. Ja, ist das. Ich hab da einen 20er, aber ich hab einen 50er gesehen. Komm, 50er, komm. Jungs. Komm drauf. So, vielen Dank. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr seht, was ich damit machen soll. Ich habe nämlich schon einen Plan und ihr könnt raten, was ich damit mache. Das ist auf jeden Fall... Ja, der ist da. Dankeschön, Jungs. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.